Lukas 22, 47 bis 51, Jesu Gefangennahme. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lass ab, nicht weiter, und rührte sein Ohr an und heilte ihn. Liebe Gemeinde, Jesus weiß um die Gefahr für sein Leben. Er zieht sich zurück, um zu beten. Und es ist ihm so wichtig, nicht alleine zu sein. Seine Freunde begleiten ihn und es kostet ihn Überwindung, sich von ihnen zu trennen. Er riss sich von ihnen los, heißt es. Er sucht das tiefe, flehentliche Gespräch mit dem Vater im Himmel. Wer so tiefe Angst und Zerrissenheit erlebt hat, der weiß, dass das Gebet Frieden und Ruhe ins Herz bringt. Auch wenn es nicht dazu führt, dass die Lebenskrise schon vorüber wäre. Auch wenn dieser Friede im Herzen vielleicht nur eine kurze Zeit anhält. Im Gespräch mit Gott kann so ein Friede immer wieder neu in uns einkehren. An diesen Ort des Rückzugs und Gebets, an dem Jesus um Frieden ringt, kommt die Schar derer, die ihn verhaften wird. Es ist keine Burg, nur ein Garten. Und Jesus ist nicht bewaffnet. Er hatte sich nicht versteckt. Tagsüber war er in aller Öffentlichkeit unterwegs gewesen. Aber es ist die Stunde der Nacht, die Stunde der Prüfung. Und sie beginnt mit einem Kuss. Dem Kuss des Judas, der aus dem Kreis der 12 Freunde von Jesus kommt und ihn mit einem Kuss verrät. Lukas erzählt es uns, als wäre es ein Signal. Ein Signal nicht an die mitgebrachten Fremden, die Jesus verhaften wollen. Ein Signal für die Jünger, die eben noch schläfrig, so traurig und so matt waren, zu müde zum Beten. Herr, fragen sie jetzt, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Als sähen sie für diesen Moment die Gelegenheit, die von Judas mitgebrachte Schar zu besiegen, sich selbst zu retten und die Freiheit zu behaupten. Am Ende könnte es gar der Beginn eines Aufstandes werden. Andere könnten sich ihnen anschließen und die Befreiung Israels könnte beginnen. Ohne auf die Antwort von Jesus zu warten, fließt Blut. Die Stunde der Prüfung hat auch für die Freunde Jesu begonnen. Für diese Stunde hätten sie um ihrer selbst willen beten sollen. Aber sie hatten sich einen eigenen Plan zurechtgelegt, einen Plan, wie der Herr Jesus zu retten wäre, mit den üblichen Mitteln der Macht, mit dem Schwert. Wenn er sich selbst nicht verteidigt, so werden wir es tun, nehmen sie sich vor. Sie wollten ihn gewiss nicht verraten, sondern mit allen Mitteln zu ihm stehen. Und gerade damit verraten sie ihn. Er ist der Friedefürst, der ihnen eingeschärft hat, wer das Schwert nimmt, kommt durch es um. Und der ihnen aufgetragen hatte, liebt eure Feinde. Lukas berichtet, was das bedeutet. Als Jesus den Angriff stoppt, heilt er den Verletzten, obwohl der zu denen gehört, die gekommen sind, um ihn abzuführen. Jesus stellt sich gegen den falschen Kuss und auch gegen das schnell geführte Schwert. Falschheit und Machtmissbrauch, das ist ein doppelter Verrat an ihm und an seinem Dienst für die Menschen. Wo Christen stark genug waren, die Sache Jesu Christi mit Gewalt durchzusetzen, haben sie ihr immer geschadet. Das Schwert für Jesus zu schwingen, ist so falsch wie ein betrügerischer Kuss. Wo Christen Jesus in Schwäche und Leid gefolgt sind, hat aber Gott nicht selten Wunder gewirkt. Immer wieder dürften Menschen durch so ein Zeugnis zu Jesus Christus finden. Und der Apostel Paulus schreibt, der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Wer sich auch immer schwach fühlt und nicht mehr weiter weiß, der soll nicht vergessen, wie nahe Christus ihm gerade ist.
Amen. Wir beten mit Worten von Dietrich Bonhoeffer. Herr Jesus Christus, du warst arm und elend, gefangen und verlassen. Du kennst alle Not der Menschen. Du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht. Du vergisst mich nicht und suchst mich. Du willst, dass ich dich erkenne und mich zu dir kehre. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.